warum du glücklich sein darfst und wie du es schaffst, glücklich zu sein und mit Glück und Freude durchs Leben zu gehen, das erfährst du in diesem Video. Ich darf die liebe, großartige, kompetente Conny Liv begrüßen wieder zu diesem Video in der Reihe Beam Up Your Business. Mein Name ist Martin Zimmermann und es geht da ums Glück heute. Es geht um die Glückseligkeit. Wie du es schaffst, in deinem Leben mehr Glück zu erfahren, mehr Glück wieder zu spüren, mehr in die Freude zu kommen. Das erklären wir dir hier in diesem Video, inspiriert durch den Song Happy Kid von Nada Surf, den ich durch verschiedene Umstände in mein Leben gerufen habe. Es geht darum, glücklich sein, es geht darum, wieder Kind zu sein und was es das bedeutet und was es dafür notwendig ist, um das wieder zu erfahren, das erfährst du jetzt. Und da darf ich gleich mal eine Frage an dich stellen, Conny. Wie schaffst du es, dieses innere Kind, dieses Glück in dir, was du vielleicht auch als Kind, wenn du eine glückliche Kindheit erfahren haben solltest, hat ja nicht, leider nicht jeder von uns bekommen. Wie schaffst du es, wieder in diese Freude zu kommen, in dieses Glück, was viele Kinder ja noch in sich tragen? Oh ja, danke Martin. Wunderbare Frage. Diese Kinder, von denen du sprichst, die haben dieses Leuchten, nicht wahr? Die leuchten noch richtig. Ja, wie war das bei mir? Also meine Kindheit war, wie gesagt, nicht in jedem Detail sehr glücklich. Und ich fasse das nur kurz zusammen, damit ihr wisst, welchen Weg ich auch gegangen bin. Also 2 Nahtoderfahrungen, Gehirnentzündung gehabt als Kind, fast gestorben daran. Aus der Familie gerissen worden, weil ich was Giftiges getrunken habe, in der Pflegefamilie teilweise aufgewachsen, wieder zurück zu Menschen, die meine Eltern sind, die total lieb sind, voller Liebe, aber die mir irgendwie nicht fremd waren dann. Und ja, ich hatte es verloren, sonst so fange ich mal an. Ich habe mir gedacht, pff. Und die Musik hat mich schon immer gerettet. Also zu deiner Frage, ich habe gesungen. Ja, seitdem ich 6 Jahre alt bin, ich habe immer gesungen und ich habe gemerkt, wenn ich singe, komme ich irgendwie in ein anderes Gefühl, in eine andere Stimmung und ich habe mich danach immer gut gefühlt, immer. Ich habe für mich allein gesungen, vielleicht kennst du es, vielleicht singst du in der Badewanne oder in der Dusche, die meisten singen allein im Auto, ja, laute Musik. Das ist auch der Weg, wo ich mich jetzt sofort wieder zurückholen kann. Also das ist mein heißester Tipp. Viele sagen, ja, aber ich habe keine schöne Stimme oder ich singe jetzt nicht mehr. Da sage ich, naja, wenn du Kinder hast zum Beispiel, ich habe einen wunderbaren Sohn, du singst dem Schlaflieder. Ja, du machst es automatisch. Deine Mutter hat dir bestimmt auch, Martin, ein Schlaflied gesungen oder mehrere. Und je älter wir werden, auf einmal lassen die das sein, auf einmal singen die nicht mehr. Ja. Oder vielleicht habt ihr im Weihnachtsbaum irgendwelche Weihnachtslieder gesungen, habt total viel Spaß gehabt. Ja, bei mir war es in der Kirche natürlich. Mein Vater hat mich immer in die Kirche mitgenommen. Und es sind auch jetzt noch die Momente, die Gänsehaut sind, wenn Stille Nacht, Heilige Nacht in der Kirche gesungen wird und alle Lichter ausgehen und alle nur dieses Lied singen, egal ob laut oder leise, Gänsehaut für mich. Ja, ja. Das sind die Dinge, wo ich sofort merke, ich komme sofort wieder zurück in dieses innere Kind. Und da möchte ich noch einen Hinweis geben, bevor ich an dich rübergebe. Ich bin ja Therapeutin, ich arbeite viel, wenn es um die Stimmblockaden auflösen ist, mit dem inneren Kind. Und die meisten beachten nur diesen Schmerz und diese Traumata, die ich jetzt gesagt habe. Ja, das ist gut und wichtig. Aber um zu diesem glücklichen Kind zu werden, ja, diese andere Seite deines inneren Kindes genauso wichtig. Die habe ich jahrelang nicht beachtet. Nämlich das Kind in dir, was weiß, was Leben ist. Was weiß, was diese Freude ist. Das Kind in dir, was weiß, was Kreativität ist. Das Kind in dir, was eine halbe Stunde auf dem Spaziergang braucht, weil es an jedem Stein stehen bleibt und den anguckt. Ja? Das Kind in dir, was eben dieses magische Denken hat. Was da hinten sagt, oh, da hinten ist eine Fee und oder ein Magier oder ein Zauberer, ja. Oder boah, das Kind in dir, was mit Tieren spricht. Ja. Dieses Kind wollen wir zurückholen, wenn du wieder glücklich wirst. Darum geht's. Ja. Es ist wichtig zu heilen. Gar keine Frage. Ja. Der Teil in dir, der darf heilen.
Doch die Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, ist, an einem Punkt kommst du, und da möchte ich gerne einen meiner Coaches mal zitieren, die mir da sehr geholfen hat. Wir sind nicht hier, um nur zu heilen. Ja? Wir sind hier, um zu kreieren und zu erschaffen. Und dazu brauchst du aber, dass dieser Teil geheilt ist. Das ist jetzt meine Erfahrung in meinem Leben gewesen, dass du dich umdrehen kannst, um zum Beispiel diese Kreativität wieder zu leben, die Freude zu leben. Ja, so war das bei mir. Ich hoffe, das hilft weiter. Wie war es bei dir? Ich gebe gleich mal bei dir ab. Wie bist du wieder zum glücklichen Kind im Erwachsenen geworden? Also nur kurz zu meiner Kindheit. Ich hatte eigentlich eine Bilderbuch-Kindheit. Ich kann mich über nichts beklagen. Ich hatte immer das, was ich wollte. Ich hatte immer das, was ich gebraucht habe. Ich hatte ein funktionierendes Elternhaus. Ich hatte meine Großeltern bei mir im Haus, teilweise noch meine Onkels, die mit uns gewohnt haben. Die Familie war eigentlich immer rund um uns herum. Und deswegen habe ich auch viel miterlebt, was das bedeutet, eine funktionierende Familie zu haben und auch eine glückliche Beziehung zu führen. Letztlich habe ich das dann Ganze irgendwie nicht so hinbekommen für mich selbst, meine Beziehungen. Eigentlich waren großteils eher unglücklich, weil ich nicht die richtigen Partnerinnen hatte in meinem Leben. Und da ist mir das dann auch bewusst geworden, dass ich eigentlich mein inneres Kind, so das, was ich gebraucht habe, diese Nähe, wie du schon gesagt hast, von der weiblichen Seite, diese Fürsorge, dieses sanfte, diese Zärtlichkeit, die ist mir war nie da. Die habe ich nicht mehr gespürt, nichts mehr wahrgenommen. Und irgendwann habe ich mir dann gedanklich gesagt, dann hat der Verstand sich eingeschaltet und hat gesagt, so Martin, so ist es halt, wenn du erwachsen bist. Da ist es weg. Und du hast es schon angesprochen mit der Kreativität, und das ist auch mein wichtigster Tipp, wenn du merkst, dass du in deinem Leben nicht mehr kreativ bist, und deswegen ist die Frage eigentlich an mich, bist du kreativ? Oder wenn du kreativ bist, wie drückst du deine Kreativität aus? Kannst du gerne die Kommentare auch schreiben, würde mich interessieren, und dich auch, Conny. Was macht ihr, damit ihr diese Kreativität zum Ausdruck bringt? Weil, ob wir es wollen oder nicht, wir sind kreativ. Wir haben das auch schon in einem anderen Video besprochen, von letzter Woche, könnt ihr gerne nochmal anschauen, zum Thema Visionen. Durch unser Sehen, durch unser Fühlen, durch unsere Wahrnehmungen lassen wir, und durch unsere Gedanken natürlich auch, lassen wir immer wieder Dinge entstehen. Die Frage ist nur, machen wir es bewusst und machen wir es aus dem Herzen heraus, oder machen wir es unbewusst und machen wir es vielleicht als Kanal, als Sprachrohr von anderen Menschen, und wir werden als Instrument, sagen wir mal, ich sage jetzt mal einfach, missbraucht. Deswegen ist es so wichtig, wieder zu sich zu finden, und das war auch eine der entscheidenden Arbeiten, die ich gemacht habe, und die gebe ich jetzt auch raus als Buchtipp, das Kind in dir darf wieder Heimat finden, Stephanie Stahl, oder? Stephanie Stahl, genau, danke. Und das war eine ganz wichtige Arbeit, die ergänzend zu dem, meinem ersten Coaching war, das ich bekommen habe, dass man wirklich wieder feststellt, in meinem Leben, wenn ich mir das so reflektiere, was sind so die positiven Erlebnisse gewesen, wo ich gesagt habe, da bin ich glücklich gewesen, da bin ich aufgegangen, da habe ich den Moment gelebt. Und was sind auch die Momente gewesen, die prinzipiellen, wo ich vielleicht nicht bei mir war, wo es mir nicht so gut ging. Und dann zu verstehen, was ist denn heute die Inventur meines Gefühlslebens? Ist es eher positiv oder ist es eher negativ? Und wenn ich dann nicht in diesem Glück bin, und dann komme ich wieder auf das Thema von dem Video oder von dem Lied zurück, bin ich glücklich in dem, was ich heute mache, in den meisten Zeit, was ich mache? Und wenn nicht, warum nicht? Was ist der Grund? Was steckt dahinter? Und ich finde das super, wie du gesagt hast, wenn ich wieder zurückfinde, so in diese kindliche Wahrnehmung, mir bewusst wird, was mache ich eigentlich, was habe ich eigentlich früher immer gerne gemacht? In meinem Fall war es, aktiv zu sein, Sport zu machen, hauptsächlich Ballsport, Basketball, Fußball oder Musik zu machen. Ich habe Gitarre gespielt oder auch teilweise hat mir Zitterspielen Spaß gemacht, obwohl das von meinem Vater mir auferlegt wurde. Aber speziell war es eben dieses Kreative, wo ich gemalt habe, wie ich irgendwie Puzzle gemacht habe, oder gesungen habe, wie du gesagt hast, das war so, oder auch Texte geschrieben habe, ich habe selber auch ein bisschen komponiert, das hat mir am meisten Spaß gemacht.
Und dann geht es halt um diese Kreativität und wie kann ich die wieder auf, zum Leben auferwecken? Wie kann ich die wieder in mein Leben hereinlassen auch? Weil es geht ja letztlich darum, dass wir sagen, wenn ich an meinem Leben Ende bin, dann sind wir wieder bei der Überschneidung auch mit den Visionen, kann ich dann, wenn ich jetzt mich vorstelle, dass es vielleicht in den nächsten Augenblicken mein Leben vorbei ist und ich dann, ich stelle es jetzt mal bildlich da, ich stehe dann vor der Tür, vor der Himmelspforte und schaue auf mein Leben zurück, kann ich dann sagen, dass ich glücklich war oder nicht? So. Das ist für mich so die zentrale Frage gewesen, die mich eigentlich komplett aus der Bahn geworfen hat und mein Leben umgewirbelt, noch wirklich komplett umgestalten hat lassen. Und so geht es dir vielleicht auch, dass du schon diesen Moment erlebt hast oder vielleicht du kurz davor bist oder schon darüber hinweg bist. Und Conny, du hast es auch erlebt. Kannst du auch gleich nochmal was kurz erzählen, was dich dazu motiviert hat? Weil letztlich geht es ja darum, wieder zu sagen, so, ich habe das Recht dazu und das ist meine tiefe Überzeugung, dass jeder Mensch das Recht dazu hat, in Glück, in Frieden und in Freiheit zu leben. Und dass es möglich ist, dieses auch zu erleben und zum Ausdruck zu bringen. Die Frage ist nur, bin ich bereit dazu, diese Möglichkeit als Option durchzulassen oder anzuerkennen? Und wenn ich Ja dazu sage, wenn ich ein klares Ja dazu sage, dann komme ich auch wieder in dieses kindliche Vertrauen zurück, in diese kindliche, ja, in diese Freiheit, in diese Offenheit, in diese Neugierde. Das finde ich das Geniale, wenn man einmal diesen Weg genommen, wenn man beschlossen hat, so, mein Leben ist nicht so verlaufen, wie ich möchte, ich kann es jederzeit ändern, davon bin ich auch überzeugt, und dann den Weg zu gehen, deinen Weg, der sich gut anfühlt, der wieder zurückgeht in dieses Glücksgefühl, wie du gesagt hast, morgens aufzustehen und sich zu sagen, so, jetzt habe ich wieder einen neuen Tag zu erleben und schau mal, was auf mich zukommt. Aber ich weiß, dass ich diese Möglichkeit habe, in Freude zu sein und Glück in allen Möglichkeiten, in allen seinen Facetten zu erleben. Danke, Martin. Das ist, meine Ex-Freundin hatte das sogar als so eine Schablone auf Holz. Das hang bei uns damals im Bad. Es ist noch nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Also irgendwie fällt mir gerade das ein. Das ist teilweise auf Postkarten drauf. Viele sagen, ja, Kinder, jetzt werde ich erwachsen. Und die Erwachsenen denken ja, okay, jetzt werden wir wieder wie die Kinder. Und falls euch auffällt, ist ein Bibelzitat. Ja, Jesus hat es vor über 2000 Jahren gesagt, werdet einfach wieder wie die Kinder. Ja, betrachtet die Welt durch die Augen eines Kindes. Ja, wieder. Und das ist auch mein Weg. Ja. Also je mehr du in diese Kreativität gehst, also wenn du jetzt an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du merkst, ich bin nicht glücklich, ich fühle mich nicht glücklich, frag dich einfach mal ehrlich, sei ehrlich zu dir selber. Du musst es nicht hier rein kommentieren, aber sei einfach für dich selber mal ehrlich. Bist du glücklich und bist du in allen Lebensbereichen glücklich? Ja, da kannst du einfach mal ein Rad des Lebens dir aufzeichnen. Wie sind meine Beziehungen? Wie ist mein Berufsleben? Wie ist es mit dem Geld? Wie ist mein Körper? Wie ist meine Gesundheit? Ja? Wie ist mein Freizeiturlaubverhalten? Und. Du kannst alle Teile durchgucken und spürst einfach rein und sagst, okay, bin ich glücklich? Ja? Und jetzt ende ich mal dieses Video mit dem Satz, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Weil als ich erkannt habe, okay, I create this mess, ich habe diese Scheiße kreiert in meinem Leben, ja, oh Gott, und mir bewusst wurde, ich kann es verändern. Ich kann wieder glücklich sein. Ja. Weil kannst du wieder lernen. Ich kann es wieder lernen, da zurückzugehen, ja. Ich habe das halt früher wirklich unbewusst gemacht. Warum bin ich Erzieherin geworden? Warum bin ich Sozialpädagogin geworden? Ich habe nur mit Kindern und Jugendlichen mich umgeben. Ich mache das auch heute noch gern. Ich liebe die Kids, weil die zeigen mir, wie es geht. Ja, und ich sage immer, bitte verlier das nicht, wenn du noch älter wirst, bitte. Ja. Und zumindest diesen inneren Teil im Herzen. Ja, da kommen natürlich schon ein paar Aspekte dazu, damit du das Erwachsenenleben hier rockst. Aber es geht um dieses Herzgefühl, um dieses Strahlen, was wir am Anfang vom Video hatten. Ja. Und darum geht es auch in dem Song, als ich den gehört habe. Der ist eigentlich total
überhaupt nicht glücklich, ja, aber es ist sein tiefster Wunsch, glücklich zu sein. Und wenn du das jetzt hörst, werd bitte einfach wieder kreativ. Und da kommt mein letzter Tipp, was mindblowing für mich war. Ich habe mit dem Buch ein ganzes Jahr gearbeitet, für mich allein, Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Da geht es nur darin, wie du diese Kreativität, wie du dieses spielende Kind in dir wieder erwächst. Wie du wieder malen anfängst, wie du wieder dichtest, wie du wieder, keine Ahnung, vielleicht fängst du an Bildhauerei, vielleicht tust du Holzarbeiten auf einmal machen. Egal was es ist, mach's, ja. Und das ist mein heißester Tipp am Ende von dem Buch, Der Weg des Künstlers, weil wir sind alle kreativ, davon bin ich überzeugt. Genau. Aber das auch wirklich zu leben, also das, was du als Kind gemacht hast, mach das wieder als Erwachsener. Zumindest ausprobieren, das ist einfach schon mal ein guter Schritt. Genau. Und du wirst sehen, qualitativ deine Stimmung wird von Tag zu Tag besser und besser werden, bis du eines Tages nicht nur morgens so aufwachst, sondern was bei mir passiert ist, die letzten 5 Jahre, egal was für Herausforderungen waren, dieser Zustand hat sich angehoben. Dass ich teilweise abends gesagt habe, danke für das, danke für das, danke für das. Ja. Und wie wäre es für dich, wenn du das Video siehst, dass du jeden Tag am Abend am Bett sitzt und sagst, was für ein geiler Tag. Danke. Ja. Und du reißt sie bis zum Ende deines Lebens an und sagst am Ende des Lebens, ja, geniales Leben habe ich da erschaffen. Das war es von mir. Ich gebe an dich zurück, Martin. Deine Schlussworte. Ja, das war ein prima Schlusswort. Sehr, sehr ergreifend. Dankeschön, Conny, dafür. Ich kann nur von meiner Seite sagen, ein heißer Tipp von mir ist, auch Connys Kanal zu abonnieren, beziehungsweise natürlich das Video erstmal zu liken, falls es euch gefallen hat. Mein Kanal auch zu abonnieren. Dort findet ihr viele interessante Informationen zum Thema Geschäftsentwicklung und auch was die Persönlichkeit angeht bei der Conny. Ähnliches, besonders zum Thema Musik und wie du als Musiker dein Unternehmen aufbauen kannst und erfolgreich sein wirst. Deswegen, ja, das war von mir der heiße Tipp. Und uns zu folgen, natürlich, wir bringen jede Woche ein neues Video raus und besprechen das Ganze nochmal im Detail, eine Stunde lang auf Clubhouse, freitags um 18 Uhr, also schau auch gerne da vorbei. 17. 17 Uhr oder 18 Uhr, ja, später Nachmittag auf jeden Fall, es ändert sich ab und zu mal. Auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke, Conny, fürs Mitwirken. Hat mir Spaß gemacht mit dir. Und danke, ich freue mich aufs nächste Video. Ciao. Dankeschön. Schöne Zeit euch. Ciao.